Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir noch ein bisschen hier uns vorbereitet, ein bisschen erkundet, ein bisschen Zeugs gesucht und ja, uns auf die Ankunft der Saiyajins vorbereitet. Da hinten sehe ich schon wieder was. Gott, geh weg. Ich will einfach hier weitermachen. Ja, wir müssen jetzt wieder auf zu Piccolo und ja, mal gucken. Die Saiyajins müssten jetzt jeden Augenblick eigentlich auftauchen, ne? この俺を倒すつもりでな。どうした？俺は孫悟空のように強くなりたいんじゃないのか？はい。どうした？そう、なんか。 Gott, jetzt geht er aber ab. Ja, oh Gott. Da. Dreck. In die Fresse. Alter. So sind die Kämpfe noch relativ einfach. Aber okay. Ich meine, ich muss eigentlich nur auf die losgehen, ne? Was ist das? Aber dann, wenn ich das mit Dragon Ball Xenoverse vergleiche, wo ich echt irgendwie 10 Millionen Mal auf den Gegner draufhauen muss, bis er mal einen Balken verliert oder so, ist mir das hier doch schon ein bisschen angenehmer. Aua! Boom. Und weg besser. Aufgestiegen. ようやく形にはなってきたか。クソガキ。いや。ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道具がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道具をくれてやろう。この道具って 何か文句でもあるのか。Der Kleine will's mal weit bringen. Und Zeugs, schickes Piercing, was? So, noch mehr Zeit verstrich. Der Tag der Ankunft des Saiyajins rückte noch näher. さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。 Matt war nicht so, dass die Dragon Balls gesucht haben, den wiederbelebt haben. Und dann hat er gemerkt, warte mal, ich bin gar nicht auf der Erde. Also nicht. Ich will jetzt nicht zu hier pingelig sein, okay, also.
natürlich müssen einige Sachen geändert werden oder so, ist ja klar, aber und da sind sie. Jetzt wird es wieder ein bisschen ernster. Erfahrungspunkt Son Goku wart 143.000. Welches Level ist er jetzt? Stimmt 10. とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。見つけたぞ。よしナッパ、遊びに行ってやろうぜ。 Machen wir an. Piccolo. Mein Gott. Deathmatch steht kurz bevor. Wir sind keine Quest, alles klar. Mr. Piccolo, wir haben Probleme.久しぶりだな。はい、クリリン。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど。お待ちかねだったようだな。 そういうことだ。お、こいつナメック星人だぜ。ナメック星人？分かったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろ。 ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやがれ。 そうだ。ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。ああ、やあ。パパ、パパ、ファンパパ、ナパ。こいつら結構できそうだぜ。デジアン、チャオズも。 So, jetzt geht's so richtig ab. Yamcha-san. Ah,
Ja, merkt ihr Gesicht davon einige nicht so lange ein. Das war. Na, die haben schon. Okay, die haben doch schon ein bisschen mehr abgezogen. Na, ah, ah. Ah, pisst euch. Alter. Ja, die ganze Zeit über das Spiel voll einfach und jetzt, wo die Story weitergeht, krieg ich mir dann voll auf der Fresse. Ah. Alter. Das Spiel war so einfach in den letzten Stunden. Bis gleich. Kämpfen wir überhaupt drei? Ja, ne? Alter! Noch mal halb lang! Ich komme gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Boah, Alter! Alter. Er hat wieder für einen Sprung gemacht, da an Schwierigkeit rein. Vielleicht ist das einfach noch mal mehrere Gegner sind, ne? Komm her. Wir haben schon, hilft mir, danke. Bleib hier. Nein. Was ist das? Oh mein Gott. Was hat das Spiel auf einmal für einen Sprung gemacht hat, ey? Schwierigkeit. Aber ja. Ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht. Komm her. Euch kriege ich noch. Ja, ich hoffe, ich muss jetzt nicht mit den AP gleich weiterkämpfen, wenn das so weitergeht. Komm her. Ah. Alter. So, komm her. In die Fresse, in die Fresse, in die Fresse. Oh mein Gott, das war voll schwer. Alter. Wenn das so weitergeht, ne? Ja, schnapp sie dir, Yamshu. Jawohl, genauso erledigt wie in der Serie. Ach ja. Was soll man dazu sagen? Gehen direkt zu Nappa. Oh Gott, ich bin sowas von tot. Da, ah, nicht auf mich. Jetzt haben wir noch einen Gegner. Oh Gott. Oh, mehr. Muss ihn doch besiegen, oder? Was ist das? Oh nein.
Na, die. Komm her. Ah, sehr gut. Einfach irgendwas gedrückt, hat geklappt, glaube ich. Da kommt jetzt nicht mit irgendwelchen Boss Moves oder so. Doch, kommt da. Alter. Na schon. Irgendwie AP regeneriert oder? Komm her. Also nur weil du in der Bridge Serie einer der erfolgreichsten Charaktere bist. Hat jetzt was zu melden das? Ah! Da, ich habe schon wieder AP dazu bekommen. Wo krieg ich die AP her? Gott. Ich voll unfair dran ging ein. Ah, Krillin hat mich geheilt, glaube ich. Oh Gott. Ich brauche die AP auch ganz ehrlich. Also wenn er mich trifft, dann trifft er schon wie ein Truck. Ey. Oh Gott, der die Hälfte mit meines Balken ja kaputt gehauen. Ja, Krillin heilt mich irgendwie die ganze Zeit. Also kann ich irgendwie gar nicht verlieren. So für was hat? Elifasa. Okay. Krillin entstanden, Level 9. Okay, wenn mich Krillin nicht die ganze Zeit geheilt hätte, dann wäre übel ausgegangen. Oh. Die haben das sogar gezeigt, ey. Das hat mich ein bisschen überrascht. Obwohl, ich glaube, danach hat man ihn... Hatte der ihn wieder. Oder auch nicht. Okay. くだらねえことしやがって。じゃあ、仇は討ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。 In die Fresse. So. Ja, vielleicht auch nicht. Na, jetzt gehen sie alle wie die Fliegen. Goku. お前たちが言うGokuというのは Kakarotのことだな。 そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで、何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空をなめるなよ。 その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間？
待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶ。ナッパ。俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方。あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。 Den Kleinen. Ja, Vegeta ist halt nicht so groß, ne? Hi. Die längsten 3 Stunden. Na, kann ich irgendwie Quests machen? Nee. Alles klar. Na, Leute, wie geht's? So, was ist denn da, Goku? Na, so ist es, dann gehen wir doch. Die Leute wollen die Menschen zerstören. Oh, Vater. Piccolo, du bist ein Vater. Du musst fliehen. Was ist das? Weil, wenn du sterben willst, dann sterben die Götter auch, oder? Wie ist das überhaupt? Das habe ich irgendwie noch nie verstanden. In Dragon Ball war das doch nicht so. Ich meine, Oberteufel Piccolo ist doch... Ja, okay, der hat direkt danach einen neuen geboren, aber Piccolo war ja tot zu einem Zeitpunkt. Das heißt, Gott hätte auch sterben müssen, ne? Das haben sie irgendwie in Dragon Ball Z so eingeführt. Das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden. Fast 3 Stunden sind vergangen, aber immer noch kein Zeichen von Son Goku. Ah, ich wollte noch mit. Hi, na. Deine Mutter Müffel und hat Fußpilz. Was? Woher weißt du, dass meine Mutter Müffel und Fußpilz hat? Hi, wie geht das, ne? Alter. Okay. Je stärker die Gegner werden, desto größer wird deren Ki. Alles klar. Macht Sinn. Ja, am Schuh. Warum? Liegt Tension dann ja auch noch irgendwo rum, ja. Schon irgendwie krass, werden einfach da liegen gelassen, ne? Ja gut, Piccolo, weiter auf Son Goku warten. Willst du wirklich mit der Geschichte fortfahren? Ja, scheint jetzt nicht so, als wären ja Quests oder so, und wenn ja, dann habe ich die halt verpasst. Nappa hat sich mal frei gemacht. Ich hoffe jetzt nicht in den anderen Gebieten, man jetzt irgendwo neben Quest, aber doch nicht zu solchen Zeiten, oder? Wäre ein bisschen komisch. すごいけど懐かしい気。やつしかいない。孫悟空だ。カカロットか。どれ？ベジータ。こいつらの言ってるのは本当か？カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつが。バカな。そいつは何かの間違いだ。ナッパ。 そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ピッコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止める。
Okay. Der ist noch stärker. Oh Gott. Alter. 2000. Weiter Knopf. Ich habe da nur Krillin wegfliegen gesehen, glaube ich. In die Fresse. Bleib liegen. Ja. Du Gott. Weiter Knopf. Oder auch nicht. Der sieht mich reingedüst. Gut. Okay, Piccolo macht deutlich mehr Schaden. Aua. Oh Gott. Benommen, was? Gut gemacht, Piccolo. Was hast du gemacht? Okay, cool. Was war das denn? Warum kam jetzt so eine Cutscene extra? Okay. Oh Gott. Ich gehe mal weg von da, ne? So ist er echt nicht gut im Treffen. Da bin ich mal. Wir sehen auf jeden Fall gut inszeniert die Kämpfe. Ich muss sagen, gerade jetzt fand ich sehr viel schwieriger. Er hat irgendwie viel schlimmere Angriffe. Aber Nappa macht deutlich mehr Schaden. Da, oh Gott. Kaum sage ich das, gehe ich ja voll derbe auf die Fresse. Ja, halt, es war schwieriger hier irgendwie, weiß ich nicht, die Angriffe ausweicht und so, aber oh Gott. Wenn Nappa trifft, dann tut das weh, ey. Aber ja. Aber schaffen wir schon. Oh Gott. Okay, du auch? Okay. Gott. Ich glaube, da habe ich gerade das hier aktiviert. Habe mich gerettet. Oh Gott, davon werde ich getroffen. Komm her. Oh Gott. Was mit Masenko? Nein, mit Masenko habe ich gesagt. Oh Gott. War so gut gewesen. Ja, Level 10. Und das ist jetzt ein Problem. Guck mal die Umgebung an. Stoffpuppe, Meister Quitte und Shenlong. Okay. Ich habe da etwas mit dem Rang zu tun, was für Belohnung ich bekomme, oder? Aber keine Ahnung. Gut. Ja,
Die Sache sieht jetzt nicht so rosig hier gerade aus. Story-Zusammenfassung: Die Saiyajin Nappa und Vegeta erreichen die Erde. Gegen ihre Grausamkeit und überwältigende Macht können die Z-Krieger nichts ausrichten und fallen einer nach dem anderen. Können Son Gohan und die anderen überleben. Nur wenige Minuten zuvor. Goku. Oh, guck mal, wo wir sind. Ha, fröhliche Musik, alle sind tot. Hallo, Mr. Popo. Tschüss, Mr. Popo. Einfach so. Er hat gar nichts gemacht. Du hast Mr. Popo als Götter-Community-Anführer erhalten und einen neuen Community-Board freischaltet. Er wollte ja mal sagen, Mr. Popo steht über alle Götter. Sich auf den Kampf erhaltene Gegenstände auswirken. Okay. Keine Ahnung, darum kümmere ich mich erst immer so ein bisschen später, wahrscheinlich. Nappa schleudert Son Gohan eine starke Attacke entgegen, doch Piccolo wirft sich heldenhaft dazwischen und stirbt stattdessen. Als alle Hoffnung verloren scheinen, erscheint Son Goku und rettet den Tag. Nur wir müssen ja eigentlich Nappa voll wegfegen, ne, mit Son Goku. Aber ja, mal schauen, wie das abläuft. Gehen dir die Zähne aus? Dann verkaufe ein paar Sachen. Toll, toll, super toll. Okay. Na gut. Goku kann immer noch nicht schneller fliegen. Nappa wird noch nicht mal hier eingefügt in dem Titel. Schala, hey Schala. Irgendwie bin ich voll langsam so. Ich war zu schnell. Schneller reden, Son Goku. いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神、神も。 殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。
ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。 Was da? Oh. Und da ist Son Goku. Und Son Goku platzt schon Ada, wenn er das hier alles sieht. Oh, ganz besonders Yamcha. Oh, die tun nicht den Meme zeigen. Komm schon. Wie hoch ist seine Kraft? Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Ja, ich glaube, so einige Squash-Matches wird bestimmt so in den Lauf der Story geben, ne? Da gibt es auch viele in der Serie, wo einige Charaktere einfach nur dominieren. Ja. Hast du überhaupt schon mal Schaden gemacht? Oh Gott, da wurde ich getroffen. Aber jetzt auch nicht so. Ja. Ja, vielleicht mal gucken, ob ich neue Attacken gelernt hätte, ne? Ich habe ja diesen einen Angriff. Auch wo ich noch getroffen, so, das ist auch viel einfacher als mit Son Gohan und Co. Schere, Stein, Papier. Und ja. もういい。降りてこいなパー。俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが、俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった。はいよ。ああ、ナイスアンガフ。 アップグレード。ベジータ、助けてくれ。何よ、ベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。 Meine PS4 geht voll ab bei dieser Szene. なってやつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さ思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。そうだ、悟空。どうせなら 場所を変えて戦ってくれないか。え、みんなの死体まで無茶苦茶になっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時ってピッコロが死んで神様も死んじまった。ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけどみんなは二度と生き返りはしねえ。くっ。
クリーさん、ひょっとして。なんだ、詳しいことは後で話す。もし悟空が、あいつに勝つことができたら、勝てたらか。そうだな。とにかく勝たなきゃ。悟空よ。あ、分かった。いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ、親友。あ、ワン。父ちゃんが生きて帰ったら、また。はい。いや、しゃべりはやけどって。 Die Transformation Kaioken ist jetzt für Son Goku verfügbar. Transformation: Nachdem du einen bestimmten Punkt der Hauptstory erreicht hast, kannst du Transformation erlernen, um dich im Kampf zu transformieren. Öffne die Transformation aus, indem du L2 und R2 gedrückt hältst und dann blablabla, um für die entsprechende Taste entlegene Transformation aufzuführen. Sie erreicht, dann ziehen sie deine TP und KP. Wenn das Timing stimmt, ist die effektivste Option während eines Kampfes. Auch hier musst du für die Auswahl Transformationen festlegen, um diese zu benutzen. Oh, er hat den Dragon gerade rausgeholt. So, alles klar. Ich will erst einmal gucken, kann ich irgendwie Superangriffe ändern. Meteorschlag, dann will ich mal. Kaioken. Hier sind ja mit aus. Körperschlag. Wenn ich sehe jetzt irgendwie keinen Grund, irgendwie jetzt noch hier hoch zu leveln, irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, das ist schon spannend genug, wenn die Kämpfe jetzt so sind. Ich sehe jetzt irgendwie keinen Grund, jetzt hier extra noch meine Werte noch hoch zu leveln und so. Versteht ihr, was ich meine? Okay, ich würde aber sagen, da wir jetzt noch etwas Zeit haben. So, 43. Hage weg. Ja, ich mache doch locker fertig hier, hallo. Ich weiß sogar noch meine AP vom letzten Kampf. So, ich wollte eigentlich das hier einsammeln. Aber warum nicht? Auf Schlachtfeld. Ach, da müssen wir hin, okay. So. Ich will das so, weiß ich nicht, 50 Minuten so spielen, also da sollte ich mal meine Community hier mal ein bisschen ändern. So ein komisches Begriff, um irgendwie, weiß ich nicht, zu leveln oder irgendwie so was. Okay, was man hat jetzt. Wie sagen, ich beende den Part hier. Warte, da ist noch was. Ich denke, wenn ich da durchgedüst wäre und das richtig getimt hätte, einsammeln können, das wäre irgendwie krass gewesen. So, komm mal her. Alle meine Freunde sind tot. Ich muss mich aufhalten, indem ich jage. Na gut. Wir sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter und schnappen uns Vegeta. Und
Ach, egal. Und ja, dann sehen wir mal, wie es hier so weitergeht. Bis jetzt war noch Nappa war ganz schön schwer mit den anderen Charakteren, aber ja, mit Son Goku natürlich macht natürlich Sinn. Er hat ihn weggeputzt, als wäre nichts. Und ja, in der nächsten Folge heißt es dann der erste ikonische Kampf Son Goku gegen Vegeta, und zwar da hinten. Ja, ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.